Vers 14 bis 17, die wurden getauft mit dem Namen des Herrn Jesus, hatten aber nicht den Heiligen Geist. Dann Petrus und Johannes sind dazugekommen und haben dann Hände aufgelegt und haben den Heiligen Geist abgegeben, weil die gehört haben, die waren nur getauft. Und was war? Keine Antwort. Ich habe gefragt, und jetzt? Widerspruch. Eine Stille. Erst kam eine Stille. Ich so, was los? Sag mal was. Er sagte, ja, ich will doch drauf antworten. Ich so, ja, bitte, antworte. Dann will er eben was sagen, was gar Ja, keinen aber Sinn warte mal ergibt, ganz gar kurz. keinen Sinn So, ergibt. also die Leute, die getauft sind, die bekommen den Heiligen Geist. Verstehe ich das richtig? Sagt die katholische Kirche. Okay, und wie, also okay, sagen wir mal, ich glaube gar nicht an den Herrn Jesus Christus und ich mache das jetzt eigentlich nur, um meine Eltern zu gefallen. Sagen wir mal, ich bin da nicht hineingeboren, sondern meine Eltern haben nach Jahren dann die katholische Kirche, die haben das angenommen. Und sagen, mein Sohnemann, jetzt komm, du lässt dich jetzt taufen. Ich glaube aber gar nicht dran. So, ich lasse mich jetzt taufen, aber was ist dann? Habe ich jetzt den Heiligen Geist? Rettet mich denn die Taufe? Boah, so Genauso eine wie Frage die darfst du dem Bibel. Papst nicht stellen, du. Wie bitte? So eine Frage darfst du dem Papst Franziskus hier nicht stellen. Dann ist er munter. Der sagt dann, ja, der hat dann den Heiligen Geist. Wieso wird er antworten? Natürlich. Aber durch Glaube sind wir doch errettet. So, ich glaube, sind wir doch gerechtfertigt worden. Das ignorieren die. Er interessiert den gar nicht. Ne? Er interessiert den. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Er war mundtot. Er war Sprache zerschlagen. Ich habe gesagt, antwortet Mal drauf. 13 unterschreiben. Minuten lang haben wir Ich drauf geblieben. warte Sind wir mal. drauf geblieben. Ich liebe Maria und ich werde immer bei ihr Fürbitte machen. Wahnsinn, die Götzendienerei kommt schon hier. Wahnsinn. Lass mal Römer Kapitel 1, Vers. Nee, warte, was? Römer Kapitel 1, Vers 25? Nee. Lass mal Jesaja Kapitel 8 lesen. Warte mal ganz kurz. Ja. Ich will was den Katholiken, ich will denen ein bisschen eine Freude machen. Bitte, Weißt bitte, du, sag. wir dürfen die auch nicht so jetzt hart behandeln. Also wir müssen auch lieb sein. Ja, wir machen dem mal ein paar Freude hier so. Wahnsinn, nur eine Statue, die Maria alles, Hey, ne? hey, 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 hey! Hab mal Respekt, ja? Tut mir leid, tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Glückselig ist doch die den getragen hat, der die verheißene Retter. Glückselig ist die. Lasst mal alle bitte Lukas Kapitel 11 lesen, Vers 27, 28. Die sagen doch immer, Maria, glückselig ist die. Die hat den getragen. Die hat die Brüste gesogen von der. Glückselig ist die Frau, die ihn getragen hat. Lasst mal alle bitte Lukas Kapitel 11, Vers 27 bis 28 lesen. Mein lieber Bruder Jay, hast du da was? Hast du eine Bibel vor dir? Danny, kannst du das kurz machen? Ich glaube, der ist nicht da. Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28. Evangelist, du wurdest von jemandem angezeigt. Hast du schon Post bekommen? Nö. Herrlich. Lukas Kapitel 11, Vers 27 bis 28. Da zeigen wir euch die erste Vorkatholikin, erste Vororthodoxe, die meinte, Maria so zu verherrlichen, so wie ihr die verherrlicht, die ganzen Religiösen. Dann schauen wir mal, was da drin steht. Das ist eine sehr, sehr interessante Antwort, die gegeben wird von dem Herrn Jesus Christus. Sehr, sehr interessant. Lenny, hast du das gerade vor dir liegen? Mein lieber Luca, poste bitte das ganze Video in deinen YouTube-Kanal, bitte. Ungeschnitten. Bitte, danke, dann kann jeder es sehen. Der war mundtot und das ist Fakt. Bruder Danny, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ich schneide hier noch gerade mein Ach Essen. so, deswegen, du bist anscheinend, warte, ich öffne mal selber. Gib mir eine Sekunde. An alle Einzelnen, jeder Zuschauer, Lukas Kapitel 11, Vers 27 bis 28. Das ist sehr, sehr interessant. Da ist eure erste Katholikin, die erste Orthodoxin. Mal schauen, was Jesus dazu sagt über die erste Katholikin und Orthodoxin.
Öffnen wir mal Lukas Evangelium, die Heilige Schrift. So, Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28, das habe ich jetzt vor mir liegen. Ich lese mal vor. So, na, da war ich eigentlich so weit geblättert, wartet. Habe ich es. So, da habe ich es. Lukas 11, 27 bis 28. Es geschah aber, als er dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm: Glückselig ist der Leib, der dich getragen hat, und die Brüste, die du gesogen hast. Vers 27 war das. Da hat die Frau gesagt aus der Volksmenge: Glückselig ist der Leib. Also die Maria ist damit gemeint, ne? Mutter von Jesus ist damit gemeint. Glückselig ist sie doch, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Vers 28 sagt Jesus was dazu. Er aber sprach: Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Da habt ihr eure Antwort mit der ersten Katholikin, erste Orthodoxin. Jesus hat die Frau sofort gesagt: Was labert sie da? Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren und nicht in diese Götzendienerei reingehen. Wacht auf! Jesus sagt das sogar zu dieser Frau persönlich. Und ihr sagt trotzdem, ja, die heilige Maria und Mutter Gottes. Schon zu sagen, dass Mutter einen Gott hat, ne? Sagt schon alles. Sagt schon alles. Aber das wollen die nicht hören. Diese Bibelverse würden die am liebsten zerreißen, wenn die können. Sowas wollen die nicht hören. Direkt die Ohren zu, wenn man sowas vorliest. Direkt. Und dann ein paar Lügen verbreiten. Was anderes können die nicht. Die können lästern, Lügen verbreiten, beleidigen. Was anderes können die gar nicht. Da sehe ich, was ein Geist die haben. Wahnsinn. Und wir segnen die auch noch. Wir wünschen denen noch die nächsten, die, also wünschen denen wirklich das Beste. Wir tun das ja nur nicht, weil wir Langeweile haben. Wir wollen ja das Wort verbreiten, dass die ja auch gerettet werden und davon hören und es annehmen. Aber nein, die nehmen Gottes Wort, beschmeißen es weg und machen eine Tradition, was gegen Gottes Wort entspricht. Das ist Ey, doch ehrlich kennt erwartet, ihr ist traurig. diese Audienzhalle vom Papst im Vatikan? Habt ihr euch schon mal Das damit nicht. beschäftigt? Ich habe leider akustisch dich nicht verstanden. Sag noch mal bitte. Kennt ihr diese Audienzhalle im Vatikan, wo der Papst immer Ah, drin sitzt? ich Kennt ihr glaube, die? Habt ihr euch damit beschäftigt? Danny hat sich sogar damit beschäftigt. Recht? Soweit Ja, ich was weiß, ja. Ich will jetzt mitgeschnitten? nicht für Danny jetzt sprechen, aber soweit ich weiß, ja. Was dann zum Beispiel mit der Schlange? Ja, genau, Ja, siehst du, mit der dann haben alle das Audienzhalle. Gleiche gedacht. Ja, weißt du, was das ist? Weißt du, was das ist? Ja, das ist satanisch, das sieht man doch. Das Nein, ist aber dieser weißt du denn, was das für Schlangenkopf. ein. Genau, aber was ist das denn für ein Tempel? Das ist die Audienzhalle vom Papst, oder nicht? Es ist ein Schlangentempel, weil Ja, genau. es ist ein okkulter Schlangentempel, wo du siehst, dass dieses Gebäude im Drinnen, ob du es jetzt von der Seite siehst oder nicht, du siehst die Schlange, die Kopf einer Schlange, links, rechts die Augen, dann siehst du die Tempelsäulen, die schief sind, die Schlange, also die Zähne. Zähne von der Schlange sieht, dann siehst du den Teppich ausgerollt, was die Mit der Zunge, Schlangenhaut. die Schlangenzunge ist, und dann siehst du ganz genau, dass der Papst in der Mitte da drin sitzt. Also er redet aus der Schlange heraus. Und weißt du, was noch härter ist? Wenn du die Jesus-Statue ansiehst und die von links spiegelst, dann siehst du Baphomet. Ja, Wenn du die genau. spiegelst. Das ist Hier so kannst du ein Bild krank, Mann. einwerfen, Danny, mit der Schlange, bitte. Du hast diese Bilder. Guck mal, ich habe mich ja damit beschäftigt, mit diesen Sachen mit Pan-Gott, Jupiter, Phönix, der aus der Asche herauskommt. Und wenn du zum Beispiel dieses Gebäude siehst, das kann ich jetzt auch einmal hier ein zeigen. Es ist ein okkulter Schlangentempel. Und in diesem Tempel da gibt es nicht ein einziges Kreuz. Nicht ein einziges Kreuz findest du da. Wahnsinn.
Dann zeige ich einmal, damit die Zuschauer das Ach, selber. guck mal, einer sagt, Bruder, ihr seid gerade wie verrückte Verschwörungstheoretiker. Lass mal doch Ja, die nein, Zuschauer entscheiden, wenn du das Bild einwirfst. wir lassen Fakten. Wir wollen Fakten sehen. Wir wollen Beweise sehen. Wir lassen jetzt mal Fakten sprechen. Guck mal, wir zeigen jetzt, dass sie es mit ihren Augen sehen. Ob sie es sehen oder nicht, das ist nicht meine Sache, weißt du? Also, ich zeige das jetzt einmal, damit sie nicht denken, wir sind hier die Verschwörungstheoretiker. Guck mal, Bruder, es ist nicht meine Schuld. Wie Wie ich sieht das hier aus, schon meine lieben gerade. Zuschauer? Erzählt, Guck wie mal. sieht das aus für euch? Wir warten, lass mich mal bitte erklären. Wir sehen das Gebäude oben, wenn wir uns mal die Wand anschauen, es hat so Schuppenhaut wie ein Reptil. So, jetzt achtet mal drauf, das ist die Kopfform, links, rechts die Augen. Hier sehen wir ja die Tempelsäulen, die schief sind, was die Zähne darstellen sollen, und die Zunge. Hier sieht man es aber noch besser. Hier sieht man es noch besser. Boah, deutlicher geht's gar nicht. Ja, und zum Beispiel hier kann ich das auch noch mal von der Seite, dass man es auch von der Seite sieht. Hier sieht man es auch noch mal von der Seite. Deutlicher geht's gar nicht. Wie sieht das aus, mein lieben Zuschauer? Schreibt das alle in den Chat. Wie sieht das bei Ja, euch aus? das Problem ist, guck mal, hier sieht man das auch noch mal. Ich habe hier noch mal das Bild. Hier, da sieht man das noch mal. Deswegen schwaches Argument. Also hier könnt ihr euch das Bild noch mal ganz genau anschauen. Guckt euch das selber an. Oder du kannst, guck mal, Oh, die antworten nicht ich will dir drauf. was sagen, nein, 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 ich will dir was sagen. Wenn ich zu dir sage, deine Frau hat dich betrogen und ich zeig dir ein Video und du machst deine Augen zu und sagst, nein, das ist nicht meine Frau. Das ist deine eigene Schuld. Ich kann nichts machen. Also wir können 1000 Jahre über die Schriften diskutieren, aber hier geht es um was viel Tieferes. Weißt du, guck mal. Ich kann dir so viel erzählen über die katholische Kirche. Zum Beispiel hier, guck mal, von oben das Gebäude. Von oben das Gebäude. Guckt euch das mal an. Das ist einfach keine Verschwörungstheorie. Ihr könnt selber an diesen Ort hinfahren und euch das selber anschauen. Aber nicht nur die Halle, sondern auch diese Statue. Wenn du die Ja, ich Statue in kann der Mitte Videos zeigen. spiegelst, Ich kann Videos zeigen. Warte mal, warte mal. dann siehst du den Kopf von Baphomet. Der ist deutlich zu erkennen, wenn du das Ja, spiegelst warte, von warte, links. warte. In diesem Gebäude, wo der Papst drin ist, ist nicht ein Bild von dem Herrn Jesus, nicht wieder eine Statue abgebildet, noch ein Kreuz zu finden. Guck mal, das Problem ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man in einer Lüge lebt und in einer Lüge stirbt, dann bleibst du da drin. Verstehst du? Du kannst den Menschen tausendmal sagen, das ist so und so. Es ist halt, die denken, das ist eine Verschwörungstheorie. Das ist, ja, das ist Fake, das ist nicht echt. Wir lesen einmal in der Bibel. Und wir halten fest, wer die Schlange ist. Wer ist die Schlange? Wir wissen, dass die Schlange Satan, der Gott dieser Welt ist, der Teufel. Moment. Danach will ich noch auf was Tieferes hinaus. Moment. Weil ich kenne mich sehr gut damit aus. Wenn es um dieses Okkulte geht, ich habe mich damit sehr lange beschäftigt, jahrelang. Erste Mose. Drei. Aber die Schlange, Entschuldigung, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Wer ist denn diese Schlange, die da Eva und Adam da? Wer war denn das? Wer war denn die Schlange im Garten? Ja, Teufel. So. Der Papst hat ein Gebäude, ein Tempel, was aussieht wie die Schlange. Pass auf, er redet aus dem Mund der Schlange. Wer redet daraus? Also das heißt, wir haben hier ein großes Problem. So, und die Katholiken können auch selber prüfen. Ihr könnt selber prüfen, recherchieren und dann selber gucken, hey, hat er recht oder hat er nicht recht? Ganz einfach. Zum Beispiel, ich zeige euch noch ein Bild. Und guck mal. Ich finde das traurig, dass man immer wieder sagt, das ist Lüge, das ist Lüge, das ist Lüge. Das ist Wahnsinn, ne? Ich kann Guck mal, dazu seine nichts sagen. Schreibt. Jemand schreibt, wir sollen schlau sein wie eine Schlange. Boah, ne, ich kacke ehrlich so eine Antwort, ne? Das ist jetzt Wahnsinn. Ja, das ist jetzt, ja, ist okay. Also das ist jetzt die Antwort. Ja, okay. Voll der Typ, ja.
Naja, Boah, bei das dieser ist Antwort, ich total, werde jetzt katholisch. bitte, das ist total Der aus ist dem verloren. Kontext gerissen. Das ist komplett, guck mal, das ist total rausgerissen. Aber guck mal, wir gehen jetzt mal dazu. Ich will euch jetzt mal ein Bild zeigen. Ich zeige euch jetzt was. Und ich bitte euch Katholiken, wenn ich jetzt euch das zeige, bitte nehmt das auf. Ich möchte euch was zeigen, bitte. Ich möchte euch was zeigen, bitte. Und danach können wir immer noch, guck mal. Guckt euch das Zeichen jetzt an, was ich euch zeige. Achtet nur auf die Symbolik. Achtet bitte auf die Symbolik, bitte. Achtet bitte auf die Symbolik. Katholiken, bitte aufrichtig sein. Wir wollen hier niemanden, hier. Guck dir das bitte an. Siehst du das? Siehst du diese Kreisel? Achte mal bitte darauf. Achte auf diese Kreisel hier. Achte bitte drauf. Achtet bitte drauf. Siehst du das? Ich sehe Nein, es, das ich ist halt sehe nur. es. Nein. Was schätzt ihr, was ist das denn für ein Zeichen? Das hat nichts, nicht dieses, ist was ganz anderes. Das ist das Nochmal, Peru. Oh, Danny, das was schätzt ihr, krank, Mann. warte, was ist das für ein Zeichen? Das Peru-Zeichen. Ich Ah, wollte gerade nee. sagen, Warte irgendwas mal, warte mal, ich mit will was Jungs sagen. oder so, Warte mal, ne? warte mal. Wartet, wartet. So, Leute. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Weißt du, Bruder, wie ich schon sagte, das ist, wenn man verdorben ist. Es gibt nun mal Menschen, die sind verdorben. Da kannst du tausendmal mit den Debatten führen, aber wenn du ihnen die Wahrheit zeigst, wollen die nicht hören. Weißt So, du, jetzt. was hart ist? Weißt du, was Warte hart bitte, ist? warte bitte. Komplett Disney ist Warte, voll mit diesen Zeichen. Die ganzen warte, warte, warte. Disney-Serien. Wir gucken. Wir gehen jetzt auf die Seite FBI. FBI, wir gucken jetzt. Guck mal, wir gucken jetzt auf die Seite. Und dann gucken wir uns nochmal das Symbol an. Okay. Okay, Leute. Okay, Leute, bitte nehmt mich jetzt auf. Prüft das, was ich euch zeige. Ich werde euch jetzt für die Aufrichtigen, für die Suchenden. Hört nicht auf mich, hört nicht auf die Katholiken, prüft selber, Leute. Ihr habt den freien Wille. Ihr habt jetzt den freien Wille. So. Und dann, Bruder, bitte lass mich das mal zeigen, ja? Was steht hier? Was steht hier? Oh, das gleiche Zeichen. Seht ihr das? Nein, warte, erstmal lesen. Die sollen erstmal gucken. Die sollen gucken. Okay. Wir gucken. Was ist das? Für die Atheisten, für die Namenschristen, für die Muslime. Achtet drauf. Guckt euch das bitte an. Lava. Pa, Okay, pa. okay, okay, okay. Wir sind hier auf der Seite. Jetzt gucken wir mal. Ich glaube, das war ein Knockout, oder? Das ist ein Knockout, oder? Aber ein richtiger. Das ist ein Knockout, oder? Das ist das Problem. Das ist das Problem, wenn wir es hier mit düsteren Mächten zu tun haben. Mit Ey, ganz, kennst ganz du auch das Bild Na, mit dem guck mal, Papst warte, oder eine die Frage. Baby, Warte, eine die Frage, bitte. Babystatue? Warte mal, bitte. Ist ein Wiedergeborener zu einem Zauberer gegangen und hat ihn damals im Mittelalter verbrannt? Können wir das so? Haben Wiedergeborene sich zusammengeschlossen und haben dann Dörfer angegriffen, so Krieg geführt? Haben Wiedergeborene Krieg geführt? Ja oder nein? Haben Wiedergeborene getötet? Nein, Haben Wiedergeborene nicht. Wiedergeborene Sklaverei getrieben? Sind die nach Nordafrika gegangen und haben dann im Namen Gottes das Sklaverei betrieben? Haben die es oder nicht? Nein. Jetzt sagt einer, bleib bitte biblisch. Guck mal, was ich Ja, gerade laden zeige. Sie, schreibt die. Nein, guck mal bitte, guck mal. Guck mal, was ich gerade zeige und guck mal, was die gerade sagen. So, ich bringe gerade Quellen. Guck mal, ich rede nicht einfach so, das und das. Ich bringe Quellen, ich bringe Beweise, Fakten und man kann selber prüfen. Leute, warum wollt ihr das nicht sehen? Googelt doch einfach. So, jetzt gucken wir weiter. Leute, so jetzt gehen wir noch tiefer hinein. Bruder, willst du mit einem Katholiken reden? Ich kann das gerne machen, aber warte, dass dieser katholische. Guck mal, ich habe mit vielen geredet. Ja, weil jetzt mein Manche von Arm, denen mein sind Essen ist sehr gleich aggressiv. fertig. Warte ganz kurz, warte Die. ganz kurz. Guck mal, ich kann lügen, guck mal. Ich kann auch die ganze Zeit lügen und täuschen, täuschen, aber die Zuschauer sehen das. Die Zuschauer werden das sehen und entscheiden. Und du weißt, die Schlinge ist listig. Und es gibt Menschen, die sind listig. Verdorben. Ne? Okay. Wir gehen jetzt mal. Wir gucken jetzt mal. Jetzt gucken wir mal. Aufpassen. An die Katholiken. Wir bringen Fakten und Beweise. Quellen. Wir wollen Quellen sehen, mit unseren Augen sehen, mit uns und prüfen. So. Wir sehen auf diesem Hut hier. Kannst du das einmal sehen hier? Ich sehe das.
Okay. Wir nehmen das hier mal hin und wir gucken uns das hier mal an. Was ist, wer ist das? Warte. Wer ist das? Ich erkenne das ein bisschen schlecht. Warte. Erkennst du das, Jay? Ein bisschen besser? Weil ich habe schlechte Augen ein bisschen. Ja, das ist, guck mal, das Problem ist, Fakt sind die Lehre, nicht Bilder. Guck mal. Alles gut, ist deine Meinung. Ich akzeptiere deine Meinung. Wenn der Mensch sagt, wir stammen von Affen ab, dann ist das so. Wenn der Mensch meint, wir stammen von Dinosauriern ab, dann ist das so. Ne? Wir müssen die Meinung akzeptieren, aber wir müssen die Wahrheit verkündigen. Wir können niemanden zwingen. Okay. Genau. Siehst du das? Siehst du das? Wer ist das? Was ist das hier? Du siehst du das? Du siehst das? Ja. Ne? Auf dieser Mütze hier ist der Gott Pan-Gott abgebildet. Wir halten es fest. So, Pan-Gott ist auf diese Mütze abgebildet. Warte bitte, wir halten es fest und ich kann das auch mit Quellen belegen. Ich bringe Fakten und Beweise. So, ich habe mich damit sehr lange beschäftigt und verderbt mir nicht mein Essen, Leute, weil sonst werde ich gleich den Stream hier beenden. Einen Moment. Seht ihr das, Leute? Warte seht bitte, ihr das? Warte bitte, warte bitte. Das ist der Gott, der da auf dieser Mütze abgebildet ist. Es ist der Pan-Gott. Ja, genau. Wartet bitte, es sieht ist der gleich aus. Pan-Gott. Wartet, seht ihr das? Ich sehe das, ja. Weißt du, was der Pan-Gott ist, was der so macht? Nee, das weiß ich nicht. Ja, der macht halt, guck mal, das soll die sagen, dass König David, das soll, also die Katholiken verwenden das, dass das König David ist, mit der Flöte. Aber König David hatte keine Flöte gehabt. Und König David hat auch keine. Warte bitte. Wie heißt das nochmal, diese Füße von den Tieren? Diese Hufen. Ah, diese Böckenfüße oder so, Bocken, ne? Diese. David hatte auch keine Bocken-Dings da. Hatte ja. Er. So. Und die verwenden das, dass das König David ist. Aber wir gucken nochmal. Weil das sieht man sehr schlecht leider. Hier sehen wir das auch nochmal mit der Flöte. Hier sehen wir das auch nochmal mit der Flöte, mit den Hörnern. Das sieht man ganz schlecht. Siehst du die Hörner? Ich sehe das, ich sehe das. Das sieht man sehr schlecht. Hier sieht man ganz schlecht die Hörner und die Flöte. Und auch hier die Hörner und die Flöte. So, das ist auf dieser Mütze, auf diese Katholiken drauf. Der hat ja sogar den Unterkörper von Baphomet. Wie bitte? Der hat ja auch den Unterkörper von Baphomet, ne? Baphomet hat auch. Ja, ja. Und, ich habe jetzt gerade das mit dem Pedo-Zeichen gezeigt, mit die Dreiecke. So. Jetzt haben wir schon mal erstens Schlangentempel. Zweitens diese Zeichen. Drittens haben wir das jetzt mit Pan gesehen. Okay, ist okay. Wir sehen zum Beispiel auch. Warte ganz kurz. Wir sehen zum Beispiel auch, dass in der katholischen Kirche zum Beispiel. Ich zeige das erstmal den Leuten, damit die nicht denken, was redet der? Guckt euch dieses Symbol an. Guckt euch dieses Symbol an. Was ist das? Na, was ist das? Pentagramm. Ja, okay, Pentagramm. Was macht das denn bitte? Was macht das denn bitte in der katholischen Kirche? Warum ist das? Ist das ein Schutzsymbol? Ist das, was ist das? Warum macht, ist dieses Symbol in der katholischen Kirche? Kann das mir jemand erklären? Oder ist da jemand im Wissen stark? Was ist da? Kannst du mir das bitte erklären? Hier, da nochmal da. Hier, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es ist das gleiche Symbol. Es ist das gleiche Symbol. Hier sehen wir auch nochmal das Symbol hier. Hier sehen wir es auch nochmal. Also ich frage mich, ich frage mich jetzt wirklich, blendet man das aus? Will man denn eine Brille aufsetzen? So. Wäre ich Katholik, ich wäre rausgegangen. Ich hätte schon ein großes Fragezeichen nach diesen Bildern schon gehabt. Ich habe noch viel mehr. Die sind blind, wenn die nicht höher. Ey, das ist doch. Ja, aber ey, das mal, ist Bruder, mit Kindersprache schon erklärt. Wenn ich reinkomme mit einer hinterhältigen Art und versuche die ganze Zeit Lügen zu verbreiten, kommt dabei gar nichts Gutes raus. Das ist so, ob du denn versuchst, einen Dämon auf die gute Seite zu ziehen. Den wirst du niemals kriegen. Einen Dämon. Ja. Kannst du niemals zurückholen. Genauso ist es auch mit einem bösartigen Menschen, wo sein Herz verstockt ist, wie Pharao. Wenn das Herz verhärtet ist, wenn das Herz verstockt ist, dann ist vorbei. Es ist vorbei.
Es ist vorbei, verstehst du? Das Herz ist verstockt. Da kannst du tausendmal noch beten. Wenn das Herz verstockt ist, dann kannst du nichts mehr machen. Da kann nur noch Gott was machen. Und zum Beispiel auch hier, dieses Symbol hier ist ein sehr, sehr, sehr fragwürdiges Symbol. Guckt euch das mal an hier. Guck mal, wie genau. Guckt euch das an. Ja, wartet mal. Seht ihr das Kreuz? Ja. Das Kreuz. Warum ist das Kreuz nicht gerade? Warum ist das Kreuz winkelig schief? Warum? Fragst du Zuschauer oder mich jetzt? Ich frage dich. Also, das wollen die damit zeigen. Die wollen Christus damit zeigen, so, ja, wie der Fels, der ist kaputt, so. Nein. Das wird alles kaputt gehen. Würde ich jetzt interpretieren. Was sagst du? Erstmal, die Schlange, siehst du, die Schlange packt das Kreuz. Das schiefe Kreuz ist ein, es ist immer, dass das Christentum fallen wird. In der neuen Weltordnung wird das Christentum komplett fallen. Und eine Welt, so ist ja eine Weltreligion, eine Währung. Das ist also, dass das Christ, deswegen ist das Kreuz schief, es wird fallen in der neuen Weltordnung. Und die Schlange, die der Herrscher ist, der Satan, wird sich das, ist über das Grund. Guck mal jetzt, die Katholiken sagen Verschwörung. Ich hab genug davon. Ich kann das einfach mehr. Nur neue Weltordnung googeln. Dann seht ihr, was Verschwörung ist. Guck mal, Beweise, Wengli, Beweise. Bibelfakten werden geliefert. Was wollt ihr denn noch? Bruder, ich muss jetzt essen. Übernimm dir das mal bitte, ja? Also ich bin jetzt, muss jetzt essen. Komm, warte einen Moment. Ich kann auch nicht, also ich kann 10 Minuten höchstens, dann muss ich auch essen. Aber ich wollte nur kurz rein, schon seit 20 Minuten. So, Shalom erstmal, Gottes Segen. Shalom. Gottes Segen und frohe Pfingsten für die, die es feiern. Also ich habe mir hier, ja, ich bin seit ungefähr 20 Minuten hier drin, habe mir so ein paar Sachen angeschaut. Nur um das jetzt so zum Verständnis. Ihr glaubt all das, was Danny euch gesagt hat? Oder teilt ihr die gleiche Meinung, teilt ihr nicht die gleiche Meinung? Die Bilder sprechen doch für sich. Okay, also nimmt ihr das genauso an, wie Danny das so darstellt? Die Bilder sprechen für sich, ja. Okay, die Bilder. Also, ihr beruft eure Meinung jetzt auf diesen Bildern, die Danny auf dem Handy hat. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, du hast mir nicht zugehört, oder? Wer spricht jetzt, Pavlos? Warte mal, bitte. Ich habe doch gerade Quellen gebracht. Habe ich gerade was erfunden? Ich habe doch gerade Quellen gebracht. Das sind keine Quellen. Das sind keine Quellen. Nee, aber ich frage, guck mal, Quellen sind ja... Quellen gebracht. Und du sagst, das sind keine Quellen. Das ist doch nicht dein Herr. Bin ich hier in der Mickey Maus Pausenstunde? Bin ich in der Mickey Maus Pausenstunde hier gelandet? Der will es ausblenden. Ich will es nur verstehen. Also ich will euren Gedankengang nachvollziehen. Also ich verstehe nicht den Punkt. Also Danny zeigt jetzt irgendwelche Bilder, die... Mit Quellen bitte. Habe ich gerade gezeigt. Ich habe denen das gerade gezeigt, Quellen. Also du hast mit ja Fotos gezeigt. Fotos gezeigt und hast ja diese Zusammenhänge gemacht. Ich habe Quellen gezeigt. Leute, habe ich Quellen gezeigt oder nicht? Ja. Was für welche? Welche Seite? Adiozenzhalle, wie wird das nochmal ausgesprochen, Jay? Ah, die Audienzhalle in Vatikan. Genau. Existiert die nicht, katholischer Patriot? Doch, natürlich existiert die. Ja, also, waren die Bilder fake? Das ist ein Fakt. Ob die Bilder fake waren? Waren die Bilder fake? Mit dieser Halle? Ich weiß nicht, weil Bilder weißt kann ich auch bearbeiten. Also, ich kann ja Bilder bearbeiten, es geht mir eher darum. Nein. Wartet doch mal kurz. Lass doch uns alle ein bisschen entspannen und dann können wir sachlich darüber reden. Jemand schreibt, das war kein Fake. Die ist doch eine Katholikin, die schreibt, das war kein Fake. Pavlos, darf ich? Danke. So, also, dann Danny, zeig doch mal ein Bild und dann können wir darüber reden. Oder ich bin noch gerade am Essen. Ich habe doch gerade gesagt, ich esse jetzt und ich habe gerade die Bilder gezeigt. Ah, okay. Dann wünsche ich dir erstmal einen guten Appetit. Dann esse erstmal in Ruhe. So. Dann, umgedrehtes Kreuz. Thema. Umgedrehtes Kreuz. Ist das satanisch, ja oder nein? Ja, klar ist das vom Satan, das umgekehrte Kreuz. Hast du mal den Beitrag angeguckt? Okay, Rewe. Seit wann gibt es denn das umgedrehte Kreuz?
Jetzt willst du mit Petrus kommen, oder? Petrus kommt. Ich frag euch. Ihr müsst ja jetzt nicht googeln. Ich frag euch ja, weil ihr die Behauptung aufgestellt habt, das wäre satanisch. Seit wann ist es denn satanisch? Also ist für dich das umgekehrte Kreuz nicht satanisch? Das, ich rede von der Ursprungsbedeutung, die Ursprungsbedeutung des umgedrehten Kreuzes ist nicht satanisch, nein. Ob warte jetzt heutzutage mal, jemand das umdeutet, das heißt ja nicht... Nein, Danny, lass mich ausreden. Warum, warte. Warum lässt du mich nicht ausreden? Ich bin doch gerade am Reden, dann kannst du doch... So. Genau, da steht genau das, was ich dir gerade gesagt habe. Ich spreche ja von der Ursprungsbedeutung. Ich spreche von der Ursprungsbedeutung, von der christlichen Bedeutung. So. Ob da jetzt jemand kommt, etwas anderes dann darunter versteht, dann hat er ja die Bedeutung umgedreht. Aber das heißt ja nicht, dass im Ursprung die Bedeutung, dass im Ursprung die Symbolik nicht anders genutzt worden ist. Und darauf wollte ich hinaus. Mal, guck mal, das ist ja wie wenn du jetzt. Guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ja? Muslime glauben ja auch an einen Gott. Ne? So. Heißt es jetzt, dass der monotheistische Glaube von ihnen oder auf ihnen beruht? Nur weil die das so umgedeutet haben? Weil die jetzt ein neueres Verständnis haben davon? Oder ein anderes als wir? Heißt es nicht. Was meinst du nochmal bitte? Guck mal, der Islam beispielsweise, ne? Ja. Yeah. Die sind ja Monotheisten, die glauben ja an einen Gott. So. Ja, yeah. Und jetzt? Die sind aber später gekommen. Ja, und richtig? Jetzt, was hat das mit uns so, zu tun? So, ja, das hat mit euch eigentlich relativ viel zu tun, weil nach eurer Logik könnte man ja auch sagen, ja, guck mal, die Christen haben das falsch verstanden und so weiter. Das muss jetzt so verstanden werden, weil ihr nutzt die heutige Darstellung von etwas und sagt, dass das immer so war, was vollkommener Humbug ist. Und Danny hat ja gerade selbst eingeblendet, dass... Wir haben zwei verschiedene Auffassungen von Gott. Die haben ja ein komplett anderes Gottesbild als wir. Darum geht's mir nicht. Ich glaube, im Chat verstehen viele, was ich damit meine. Die Verbindung zwischen der Aussage im Islam und eurer Darstellung. Ich kann ja nicht einfach sagen, dass die heutige Darstellung und nur weil welche zum Beispiel das Kreuz missbrauchen und so weiter. Was machen wir denn zum Beispiel mit dieser Katja Krasavitsch, die dieses Video gemacht hat, mit den Kreuzen und die da so so missbraucht hat für ihr Video? Heißt es jetzt, dass das Kreuz schlecht ist? Nein. Ja, was ist das für eine Logik? Mein Lieber, die Antworten jetzt raus. Ja? Guck mal, ich will jetzt mal was sagen. Du willst ja damit andeuten, dass das Petrus, so nennt ihr es, Petruskreuz, wahrhaftig und richtig ist? Ich sag das Petruskreuz. Nein, lass mich ausreden. Du hast mir eine Frage gestellt. Nein. Ja oder nein? Was? Du musst das nochmal wiederholen. Was hast du gesagt, genau? Willst du damit sagen, dass das Petruskreuz gut ist? Oder dass du das Petruskreuz akzeptierst? Das umgedrehte Petruskreuz. Das Petruskreuz im Sinne der ursprünglichen Bedeutung, ja. Ja, also ein Ja, genau. Sagst du. Okay. In der ursprünglichen Bedeutung, richtig. Weil das eine christliche Symbolik ist. Was? Steht das in Apokryphen oder in der Bibel? Was denn? Das mit Petruskreuz. Wo steht das denn? Hat Danny gerade ein Wiki... Lass mich ausreden. Lass mich doch bitte ausreden. Bitte sag, ich bin gespannt. Steht das in der Bibel? Okay, lass mich... Darf ich? Ja, bitte, sag ja oder nein. Steht das in der Bibel? Dann will ich Bibelvers. Hat Danny gerade ein Bibelvers zitiert? Oder war das ein Wikipedia-Beitrag? Mein Lieber, wir haben Quellen gezeigt, dass der Vatikan es macht. Ah, okay, warte mal. Ist das aus der Bibel zitiert? Nein, wir haben doch gerade eure Finsternis aufgedeckt. Oder kommst du damit nicht drauf klar? Jetzt sag mal, gibt es aber nicht mit der Bibel? Nicht mit der Bibel? Nee, das ist euer Vatikan. Das ist euer Religion. Oder sehe ich da was? Ey, warte mal, aber du, warum nutzt du denn dann nicht die Bibel? Ich habe doch eure Finsternisverbindung. Benutzen, um das ist daran nicht zu verstehen. Ja, aber ihr merkt aber selbst, dass Paulus mich dafür kritisiert hat, dass ich außer biblische Quellen nutze. Mein Lieber, ich habe Religion Vatikan genommen. Dein Glaube, kommst du nicht drauf klar, dass umgedrehte Kreuze da sind oder wie jetzt? Wo steht in der Bibel? Petrus Kreuz war umgedreht. Wo steht das? Sag mir, ich will Bibelvers hören. Sag es den Zuschauern, den 182, du hast die Chance. Bitte. Das ist ein...
Darf ich? Ah, gibt es nicht. Alles klar. Ich wünsche dir einen angenehmen Tag, mein Lieber. Wirklich. Ich wünsche dir einen angenehmen Gesicht. Wo steht denn in der, der Bibel, dass alles, was stimmt, in der Bibel stehen muss? Ah, wo steht alles in der Bibel, das stimmt in der Bibel? Ja, wo steht das? Ja, okay, komm, Pavlos. Pavlos, wo steht das? Warte. Ist das Gottes Wort, die Heilige Schrift? Ja oder nein? Ist das Gottes Wort oder wie ist denn die Bibel entstanden? Ach, wenn du damit ankommst mit den 397 nach Christus. Mein Lieber, gab es die Schrift nicht vorher? Was hatten die Juden denn gehabt? Haben die eben was aber aus der Luft gerade gelesen? Die hatten einen unterschiedlichen Kanon. Die Sadduzäer hatten andere Bücher als die Pharisäer. Du antwortest nicht auf die Frage. Doch, ich beantworte sie tatsächlich sogar. Ja, dann sagst du ja, hatten die Schriften gehabt? Ich sage, dass sie einen anderen Kanon hatten untereinander. Bis zur Tempelzerstörung, dann hatten die einen einheitlichen, der sich aber von uns auch wieder unterscheidet. Ja, Quelle vertrau mir, guck mal. Quelle vertrau mir? Ja, guck mal, hatten die jetzt. Warte, die ganz kurz, ich frag dich mal was. Warum lehnst du historische Fakten ab? Guck mal, du antwortest mir gar nicht. Hatten die einfach welche gehabt? Das ist doch eine Ja- oder Nein-Frage. Hat der Vatikan nur die Schriften gehabt und dann alles erstellt oder hatten die Schriften einsammeln lassen? Pavlos, ich weiß ja nicht, ob du mich verstehst. Okay, du willst. Ich sag's jetzt ganz langsam, okay? Damit es alle verstehen. So, Pavlos. Damals, weißt du, was Kanon ist? Ich weiß, was Kanon ist. Was ist denn ein Kanon? Erklär mal. Ja, erklär's den. Sag es doch. Ich frag dich doch gerade. Du hast ja gerade vorausgesetzt, dass du wissen würdest, was ein Kanon ist. Dann erklär doch jetzt vor den Zuschauern, was denn der Kanon ist. Das ist nicht meine Frage und das ist wirklich erstaunlich. Ich habe dich gefragt, hatten die Schriften vorher schon gehabt, bevor der Vatikan da beantwortest du denn jetzt meine Frage nicht? Du musst ja das, was du eigentlich voraussetzt, beantworten können. Mal, bevor ich dir was beantworte, beantworte doch meine. Hatten die Schriften die schon gehabt, bevor der Vatikan alles dann erstellt hat? Ich habe dir diese Frage schon beantwortet. Ich habe gesagt, dass die Sadduzäer, Pharisäer etc., die jüdischen Gruppen, einen anderen Kanon hatten. Daraufhin hast du wieder gesagt, das zählt Kanon nicht. Aber Lieber, dann erklär doch, dann sag da? Doch, was mal, Kanon? Dann erklär doch mal, dann erklär doch einmal, dann erklär doch einmal, was der Kanon ist. Was ist denn Kanon? Nein, antworte erstmal auf meine Frage und beweise es mit deinen Quellen. Was ist Kanon? Wenn du ja so beharrst auf die Gültigkeit der Schrift und so weiter, dann musst du das doch erklären. Erstmal auf mich, lenkst nicht ab und du sagst jetzt den Zuschauern mit Quellen, was du gerade getätigt hast. Ja, nein, ein falscher Kanon oder was der Also stimmst du mir jetzt zu, dass du nicht weißt, was der Kanon ist vor 180 Zuschauern? Du antwortest erstmal meine Frage und dann kann ich dir deine Fragen beantworten. Du weißt es wirklich nicht? Kannst du es nicht? Oh, tut mir leid. Du weißt es wirklich nicht? Warum hast du denn beispielsweise nicht das Judas-Evangelium in deiner Bibel? Das Judas-Evangelium? Mach du schon. Wann ist das Judas-Evangelium datiert worden? Sag mal bitte. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Das musst du mir jetzt beantworten. Nee, du kannst das Judas-Evangelium. Wann wurde es datiert? Ich weiß es nicht. Du liest Schriften, die du nicht weißt, oder was? Also Judas-Evangelium gehört nicht zum Teil meiner Schrift. Das Judas-Evangelium ist nicht die Bibel. Aber sag mal bitte. Genau, Bibel? Was heißt denn Bibel? Wann wurde es datiert? Ich weiß es nicht. Ich kann dir ja keine Frage beantworten, die ich nicht weiß. Deshalb frage ich dich ja, weil du hast mir ja gerade... Dann brauchst du auch hier nicht hochkommen und irgendwelche Thesen hier aufstellen, wenn du auch keine Ahnung hast. Dann bitte ich dich rauszugehen. Schönen Tag. Warte, ganz kurz. Ja, du hast jetzt gerade gesagt, ich weiß nichts. Also bitte, was willst du denn hier? Ich frage dich doch gerade... Ich will nicht mit einem reden, der nichts weiß. Der nichts weiß. Aber ich frage dich deshalb bin ich ja hochgekommen, ich will ja was von euch lernen. Deshalb frage ich ja dich, was der Kanon beispielsweise ist. Darauf kannst du mir keine Antwort. Doch was lernen. Du weißt das doch anscheinend besser. Oder weißt du es nicht? Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ja, deshalb frage ich dich, Herr Paulus. Dann rede nicht. Wenn man nichts weiß, muss man ruhig bleiben. Wenn man nichts weiß, bitte ruhig. Guck mal, wenn du ja etwas weißt, dann bitte erklär es mir, ich weiß wirklich nicht. Nein. Du hast eine These aufgestellt, die musst du beweisen. Kein Beweis, keine Datierung, nichts. Du antwortest nicht auf meine Frage. Dann weiß ich nicht, was du hoch willst. Also was du jetzt hier möchtest. Dann bitte ich dich rausgehen. Du kamst hier hoch mit einer suffisanten Art, dachtest, du kannst jetzt den Sohn dazuschauen, was zeigen. Sagst ihn ins Gesicht, ich habe keine Ahnung. Ja, bitte. Was soll das?
Ja, aber daraufhin habe ich dich ja gefragt, ob du es ja weißt. Kanon konntest du mir nicht beantworten. Ich frage dich, mein Lieber. Du das Evangelium habe ich gefragt, warum das bei euch nicht im Kanon ist. Du willst nicht mit mir, du kannst nicht mit mir darüber reden, weil du keine Ahnung hast. Du hast ja selber gesagt, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, okay, also willst du eine Antwort von mir? Dann bitte ich dir zu geben. Warum willst du nicht... Ganz kurz. Wärst du bereit, das Gespräch fortzuführen, wenn ich dir eine Antwort gebe? Ja oder nein? Mein Lieber, ich habe Gespräche mit Unende von euch geführt. Ich habe auch Aufnahmen. Zwingt mich nicht, die alle zu posten, dann habt ihr auch Antworten. Ich bitte sogar selber an diesen Luca, postet das mit dem Gespräch, was ich mit seinen katholischen Freunden gesprochen habe. Postet es in seinen YouTube-Kanal. Macht ungeschnitten, bitte. Okay. Jeder kann es anschauen. Okay. Dann kann jeder sehen, wer recht hat oder wer nicht. Und wenn du keine Ahnung hast, bitte komm nicht hoch und rede hier. Also, Kanon weiß er nicht, ne? Ich antworte deine Fragen nicht, wenn du nicht auf meine antworten kannst. Okay. Du sagst, weiß nicht, gut, tschüss. Aber weißt du es dann oder weißt du es dann nicht mit dem Kanon? Weil ich war ja so ehrlich, ich habe ja gesagt, dass ich nicht genau weiß. Lebe mit. Also ich würde mal so auf 140 würde ich mal schätzen. Auf 140 würde ich mal schätzen, vielleicht auf 160. Ich antworte dir gar nicht, weißt du warum? Du hast keine Ahnung, kommst mit falschen Thesen, ohne Quellen, dann bitte ich dich so gehen. Ohne Quellen? Willst du eine Quelle dafür haben? Das Evangelium, keine Datierung, nichts, du behauptest eben was. Die andere hatten einen ganz anderen Kanon, hatten ganz andere Schriften. Bitte, du kannst dich beweisen, dann geh bitte. Ja, okay, aber das kann ja jeder googeln, das kann ja jeder googeln, das ist ja jetzt nichts. Da ist eine Anleitung, ist keine Quelle. Also bitte, also, danke. Hä, aber ihr geht doch mit dem gleichen Narrativ vor, also das ist ja ein bisschen... Nee, wir schon Quellen und Fakten, also so ist das nicht. Hä? Aber Danny auch, dass er... Darf ich? Danny hat doch vorhin auch beispielsweise gesagt, dass man einfach googeln soll und dann wird man herausfinden. Der hat das aber doch gezeigt, oder hat Danny nicht gezeigt? Hat Danny gerade nicht Sachen gezeigt? Selbst eine katholische Dame, die in dein Glaube hat, selber gesagt, dass das war kein Fake News Bild. Ich hab dich du willst ja nicht auf die Sachen eingehen. Du bist ja hochgekommen wegen diesen Sachen. Und jetzt kommst du irgendwann zum Kanon und willst, dass wir dir den Kanon erklären, obwohl er von der katholischen Kirche ist. Also stimmst du zu, dass euer Kanon von der Kirche ist? Okay, egal. Egal, du hast es gerade bestätigt. Das ist eigentlich genau das, was ich hören wollte. Wir haben bestätigt, dass du vom Thema zum Thema springst und nicht bei einer Sache bleiben kannst. Ja, alles gut. Der Kollege hat gerade bestätigt, dass die Kirche die Bibel zusammengestellt hat. Egal, das ist eigentlich genau das, was nein, ich hören wollte. Ja, schon immer da, mein Lieber. Aber egal, ihr habt... Okay. Guck mal, mein Lieber. Du kannst nicht darauf antworten, Die Schriften waren immer Kollege da. Hat das meine schon Frage gesagt. Ich muss jetzt eh los. Ja, ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Wünsche ich dir. Nicht wie weiß. Bitte, schönen Tag noch. Tschüss. Wahnsinn. Der kommt hier hoch, stellt Thesen dann hin und lenkt noch ab. Geht nicht mal auf die Bilder richtig ein. Wahnsinn. Ja, der wollte nur hochkommen, um das auf das Thema Kanon zu kommen. Und dann wollte er dann allen zeigen, ja, der Kanon ist von der Kirche, die Bibel ist von der Kirche. Der weiß nur das, mehr weiß er doch nicht. Wahnsinn, aber da wollte er selber nicht deine Religion. Guck mal, wenn Hallo er so zusammen. Schlau ist, ne? Shalom, erstmal Gottes Segen. Wenn er so schlau ist, ne? Dann wüsste er, dass das Judas-Evangelium nie in den Kanon drin war. Der war nie drin. Haben die in 397 nach Christus nie reingetan. Aber nur nebenbei gesagt, aber der weiß ja so viel, der Hübsche. Ja, vorher. Ich wollte nur ganz kurz eingehen, weil ich habe wenig Zeit. Tut mir leid. Aber ich komme gerne wieder nochmal rein. Also zum umgedrehten Kreuz, da wurde vorher Wikipedia gezeigt. Also das könnt ihr ja auch googeln. Andreas Kreuz zum Beispiel ist auch umgedreht. Petrus Kreuz steht in der Bibel. Er äußerte sich, dass er nicht würdig ist, auf dieselbe Art gekreuzigt zu werden wie Jesus Christus. Deshalb steht in der Bibel? Das Kreuz. Moment, ganz kurz. Okay. Ich streng mich an und ratterlos. Wo das steht, kann ich dir nachher raussuchen, aber Wikipedia wurde vorher gezeigt. Deshalb berufe ich mich auch gerade jetzt auf Wikipedia. Petrus Kreuz. Kann jeder googeln. Vorher wurde Wikipedia gezeigt, deshalb darf ich das auch. Nein, mein Lieber. Moment. Was? Die schwarze Katze zum Beispiel. Hey, eine Frage ganz kurz. Habe ich ein umgedrehtes Kreuz gezeigt? Ich habe was ganz anderes gezeigt. Ey, sag mal ehrlich, wollt ihr uns hier auf den Arm nehmen? Ich habe einmal den Schlangentempel gezeigt. Dann habe ich einmal das mit dem Pan-Gott erklärt. Und dann habe ich einmal das mit diesen Pedo-Zeichen gezeigt. Und dann reden die von umgedrehten Kreuzen. Ey, ich verstehe das nicht.
Was ja, reden die? Die wollen einfach Wörter. Nein, warte mal ganz kurz. Die sind gar nicht auf die Sachen eingegangen. Die sind hier reingekommen. Ich dachte, du wolltest was essen. Ich kick dich jetzt hier raus, weil du redest hier dazwischen. Habe ich einmal was von einem umgedrehten Kreuz gezeigt? Was habe ich jetzt gezeigt? Was habt ihr gesehen, Leute? Ich habe einmal den Schlangentempel gezeigt. So, danach habe ich das mit Pangott gezeigt. So, und dann habe ich das von dem Papst gezeigt mit diesen Pedo-Zeichen. So, und dann kommen die hier rein. Umgedrehtes Kreuz. Habe ich doch gar nicht gezeigt. Also haben die nicht aufgepasst. Also ist eine Blockade bei denen drin. Versteht das richtig? Dass sie die ganze Zeit versuchen hier das umgedrehte Kreuz, sie lenken die ganze Zeit ab und reden von ein umgedrehtes Kreuz. So, was ist denn hier los? Ablenkung pur. Ablenkung. Ich bin nicht auf ein Thema eingegangen. Das sind Muslime, jetzt weiß ich das. Das sind Muslime. Ja, nicht auf ein Thema eingegangen. Wahnsinn. Nein, der ist ja, anstatt der mal sagt, ey Dennis, wir müssen mal über diesen Tempel reden, über diesen, was du meinst, Schlangentempel. Ey, die kommen mit Kanon an. Sag mal, sind wir hier ja, in einer... Ja, die springen direkt zu Kanon, weil das Einzige, was die... Nein, aber hab ich von Kanon geredet? Hab ich über die Schriften geredet? Ich habe über was ganz anderes geredet. Ihr dürft ihn springen lassen. Nein, ey, das ist Unehrlichkeit. Das ist Unehrlichkeit. Und weißt du, was man dazu sagt? Verdorbenheit. Unehrlichkeit und Verdorbenheit. So. Ich habe doch gar nicht über umgedrehtes Kreuz geredet. Wahnsinn. Haben wir eben was vom Kanon geredet? Ich habe nicht über den Kanon geredet. Ich habe auch nicht über umgedrehte Kreuze geredet. Und die kommen hier rein mit umgedrehten Kreuzen. Ey, jetzt ohne Witz. Das haben ja die 185 Zuschauer gesehen. Das ist unfassbar. Ehrlich. Möge der Papst euch recht leiten. Audubillah. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Schirk, ich mach dich mal hier raus. Du bist, redest ja so oder so nicht. Ja, mach mal. Oder bist du noch da? Guck mal, ja, aber ich...